TV überregional für Sie unterwegs. Erster Mai, Tag der Arbeit, Feiertag, auch Anlass, um Maibaum zu stellen. Nicht nur am 30. April, sondern auch am 1. Mai. TV überregional heute hier in Oberhausen-Rheinhausen, im Ortsteil Rheinhausen. Und da ist Maibaum stellen. Wir sind dabei, ihr seid dabei. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung. Und jetzt schauen wir mal, was da so los ist in Rheinhausen. Gute Unterhaltung. Ja, und nun haben wir den ersten Bürger der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Herr Büchler, den Bürgermeister. Maibaum aufstellen, Tradition hier in Oberhausen-Rheinhausen? Selbstverständlich. Und seit vielen, vielen Jahren stellt der BDS hier bei uns in der Gemeinde, einmal in Oberhausen, einmal in Rheinhausen, einen schönen Maibaum. Wenn man den Maibaum so sieht, kann man sagen, gelungen vom BDS quasi, ne? Jawohl, ganz gelungene Aktion. Und es ist immer eine tolle Sache, bis das Bäumchen dann steht. Ist nicht immer so einfach gelaufen wie dieses Jahr, aber es ist eine tolle Sache. Wir haben vorhin erfahren von der Frau Amts, dieses Jahr Wahlen hier in Oberhausen-Rheinhausen. Kandidieren Sie wieder? Jawohl, ich kandidiere noch einmal und hoffe, dass es auch noch mal vielleicht gewählt wäre. Dann wünsche ich Ihnen toi toi toi. Viel Spaß heute noch am 1. Mai. Und ich denke mal, man sieht sich bei der Gewerbeschau im Gewerbegebiet, oder? Nein, nicht im Gewerbegebiet, sondern dieses Jahr im Bürgerhaus Willensig und Schalk. Dann sehen wir uns dort. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, nun, liebe Zuschauer, mal die Initiatorin von den Maibaumstellen, die Vorsitzende vom BDS Oberhausen-Rheinhausen, die Frau Amts. Maibaumstelle, eine Highlight bei euch im BDS? Zwingend, ja. Wir sind ein Jahr in Rheinhausen, das nächste Jahr in Oberhausen, abwechselnd. Und das ist eine Tradition und das waren wir auch. Und wir freuen uns in Rheinhausen immer ein reger Zuspruch, das ist dann immer für uns toll. Macht ihr das in Eigenregie, weil die Reilinger machen das quasi Verein für den Mittelstand, macht das zeitgleich mit Eigenregie. Macht ihr das auch in Eigenregie oder hilft die Gemeinde mit? Nein, wir machen das in Eigenregie. Wir tragen auch die Kosten. Also heute kostet alles 1 Euro, das ist so symbolisch eigentlich. Und für uns ist wichtig, dass die Bevölkerung einfach hier mitgeht, dass wir dabei sind. Das nächste Highlight ist quasi die Gewerbeschau. Die Gewerbeschau, das ist auch zwingend für die Gemeinde, das ist zwingend für die Bevölkerung hier. Die müssen einfach kommen, die müssen uns unterstützen. Wir sind im Wellensieg- und Schallgebäude dieses Jahr, eine kleine Ausstellung gegenüber vom letzten Jahr. Aber letztendlich, glaube ich, wird genauso toll, wenn es wieder mitspielt. Dank der Weitsichtigkeit unserer Gewerbebetriebe, unter anderem auch durch einen aktiven Zusammenschluss und der Bereitschaft und dem Willen unserer Ortsansässigen, lieber den Gemüseladen in der Seitenstraße. Sie haben vorhin erwähnt, die kleinen Läden in den Ortschaften sind benachteiligt. An was liegt es? Es ist einfach das Umfeld. Es entstehen immer größere Märkte, immer mehr Auswahl. Aber letztendlich läuft alles auf die gleiche Schiene raus. Und was wir hier haben, sind einfach so exotische Geschäfte und die müssen wir wahren. Wir müssen einfach schauen, dass wir die unterstützen. Bioläden, Obstläden, egal. Oder wir haben hier in Rheinhausen einen Angelladen. Wo gibt es das noch? Ja, das müssen wir unterstützen. Und dafür plädiere ich einfach. Dann wünsche ich noch viel Spaß heute am 1. Mai und dann bei der Gewerbeschau. Und liebe Zuschauer von TV überregional, wie die Frau Amts es gesagt hat, schaut doch mal in den Laden um die Ecke. Früher gab es noch einen Tante-Emma-Laden. Die haben auch tolle Ware. Ihr kurbelt euer Gewerbe an im Ort
Also, der Appell von der Frau Amts, auch von mir, von TV und Original. Schaut doch mal in die kleinen Läden am Ort. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß heute und bis zur Gewerbeschau.